Legen wir los. Servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag in Wiesbaden. Servus Ari, servus in die Runde. Ari, letzten Sonntag gab es einen Sieg gegen Dynamo Dresden. Wie sehr hat sich das auch auf dein Gefühl für das Spiel jetzt in Wien ausgewirkt? Ja, sehr positiv. Logisch, wenn man gewinnt, ist alles ein bisschen leichter. Dann trotzdem auch eine gewisse Hoffnung. Immer wieder, auch logisch, auch wenn es natürlich nur ein Sieg ist oder 4 Punkte aus 2 Spielen, das bei uns ein bisschen seltener gab, aber es gibt trotzdem Hoffnung und man freut sich dann auch aufs nächste Spiel und hofft, dass wir das gegen eine Mannschaft, die sicherlich gut machen dieses Jahr, noch eine gute Leistung anbietet, auch wieder Punkte mitzunehmen. Wie sieht es aus mit dem Personal? Ja, grundsätzlich ist es eigentlich viele bekannt schon, deswegen trotzdem noch mal kurz erwähnen, also dass ein Dominik Stahl immer noch teilintegriert ist, bleibt auch diese Woche noch bestehen, genauso wie ein Boy Pello, Maschigo. Ein Dombrovka ist normal im Training. Ein Hausmann hat leichte Probleme, sag ich mal so, das ist, wird sich nur ein paar Tage sein. Und wie gesagt, der Patrick Hasenhüttl, der Hasi, hat leichte Knieprobleme. Erwähnt es einfach nur, wird aber denke ich für Sonntag kein Problem sein, wird spätestens morgen oder ja eigentlich spätestens morgen wieder mit einsteigen im Training. Vielen Dank, Ari. Eure Fragen bitte. Jetzt gibt es ja 3 Spiele in einer Woche. Es ist eine richtungsweisende Woche, weil es sind 9 Punkte zu vergeben. Also es geht ganz schnell jetzt in die oder die Richtung. Ja, schließe mich absolut an. Ich hatte das schon geahnt, dass da bestimmt einer von euch sagt, die Woche der Wahrheit kommt. Ein bisschen was Wahres ist natürlich dran. Wenn wir so alle 3 verlieren, brauchen wir uns über dritte Liga keine Gedanken zu machen. Machen wir diese positive Trend, die kleine, die wir im Moment haben, vergolden wir, dann ist alles möglich. Von da aus gebe ich dir ein bisschen recht, ist in die Richtung und die Richtung. Wir hoffen natürlich in die Haching natürlich in positive Richtung. Bei euch sind alle Corona-Tests immer noch negativ, weil ich jetzt gerade gesehen habe, Dresden ist jetzt in Quarantäne geschickt worden. War da was von letzter Woche noch oder hat das euch nicht betroffen? Nein, hat uns nicht betroffen. Also bei uns ist Gott sei Dank alles im grünen Bereich. Diesmal dürfen alle negativ sein. Wenn wir schon beim Personal sind, Ari, kannst du dann schon Einblicke in den Kader geben, wer denn nicht in den Kader kommt oder wie der aussieht? Ja, wird sich vielleicht aufgrund die letzten Wochen nicht großartig ändern. Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau mit dem Hasenhüttl, aber ich denke, das wird kein Problem sein. Sonst wird sich da groß und ganzen nicht viel verändern. Wir haben gerade schon mal das kurz angeschnitten gehabt. Ich weiß nicht, bist jetzt du der falsche Ansprechpartner, aber wenn diese Regionalligen tatsächlich ja nicht mehr spielen und keine Aufsteiger ausspielen können, ist es dann denkbar, dass es auch keine Absteiger gibt vielleicht in der dritten Liga? Ja, das weiß ich genauso wenig, denn ich durfte das am Ende ein bisschen mitbekommen, weil ihr dann, ihr seid schon ein bisschen 2 Minuten eher auf Sendung. Ich denke, das ist vielleicht nicht mein Thema, das weiß ich ja. Das wäre für einen Verein wäre es natürlich richtig gut, sage ich mal so, wenn man dann als Tabellenletzte ist. Aber alles andere wird sicherlich schnell entschieden werden. Das ist natürlich ein großes Fragezeichen im Moment, weil man es ja auch alles nicht weiß, was im Moment abläuft. Sag so ein bisschen was zu Wien noch vielleicht. Die sind ja Zweitliga-Absteiger, hatten wahrscheinlich auch andere Ziele, als jetzt irgendwie 7. oder 6. zu sein. Ja, genau, das glaube ich auch. Die haben bestimmt andere Ziele gehabt. Grundsätzlich haben sie jetzt auch von jetzt aus 5 Spielen haben sie jetzt 4 verloren gehabt. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt gegen Meppen gefangen gehabt mit einem 3-0-Sieg. Versuchen das vielleicht bei uns nochmal das Optimale rausholen, weil wegen der DFB-Pokal vielleicht noch den 4. Platz in Angriff zu nehmen. Also da werden wir natürlich auf eine Mannschaft treffen, die so ähnlich ist wie Dresden. Unheimliche Wucht hat, auch unheimliche Länge im Spiel, dass sie da schon mit vielen langen Bälle versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Und bin da sehr optimistisch, wenn wir so gut verteidigen wie gegen Dresden, dann auch in den letzten Drittel, dann ist das schon vollkommen in Ordnung. Aber du hast auch gesehen, dass die Taktik nicht so viel
Ballbesitz zu haben, sondern man lässt die anderen ein bisschen spielen und totlaufen und zu kontern eigentlich mehr bringt, wie ihr habt ja teilweise Phasen gehabt, habt ihr 70% Ballbesitz gehabt und am Schluss verloren. Also ist die Taktik zu kontern vielleicht nicht die schlechteste. Ja, wir haben das aufgrund auch, weil denke ich mal, dass der Heino jetzt dann seit ein paar Wochen wieder in einem guten, besseren Fitnesszustand ist, unser Spiel ein bisschen verändert. Hauptsächlich dann mit zwei Stürmer auch, dadurch, ja, wir machen es ein bisschen anders, das stimmt schon, wir versuchen trotzdem eigentlich viel Ballbesitz zu haben, weil ich glaube, das liegt in unserem Spiel auch, aber nichtdestotrotz gegen Dynamo Dresden, auch vielleicht gegen WM Wiesbaden, weil sie eigentlich gut sind, wird es dementsprechend ein bisschen weniger sein, aber da gebe ich dir recht, die Konter, die wir dann auch haben, müssen wir, so wie die letzten zwei Spiele, besser eigentlich zum Abschluss bringen und das könnte ein Schlüssel werden, ja. Manni Schwabel hat kürzlich in einem Interview die Einstellung mancher Spieler kritisiert, Ari. Mich würde interessieren, siehst du die letzten Wochen als eine Art Charaktertest und wie schneidet denn deine Mannschaft so ab, wenn du das bewerten müsstest, wie es Manni getan hat? Ja, ich bin dann absolut auf Manni Seite. Manni weiß natürlich auch absolut, was bei uns los ist. Von da aus gibt es auch bestimmt Gründe, wenn er sowas sagt. Da schließe ich mich mit an. Ich denke auch, ich habe es glaube ich für zwei PK schon mal erwähnt gehabt. Ich weiß, mit 13, 14 Spielen geht es jetzt in der Endphase und die da aufs Feld stehen, die werden alles raushauen, das weiß ich. Das merkt man auch. Und alle, die nicht wollen oder die sich schon mit anderen Dingen beschäftigen, haben einfach im Moment keine Chance mehr, weil das ist ja für den noch kein Thema. Und ich finde, dann gibt es uns auch das Recht, um zu sagen, ihr seid im Moment vielleicht zweite Wahl, weil wir noch alle Ziele hier verfolgen werden, die positiv am Ende werden. Gibt es denn für die Jungs, die nicht zu diesen 13, 14 zählen, noch die Chance, sich da zurückzuarbeiten? Hast du vielleicht sogar einen Appell an die? Oder sagst du, das ist unumkehrbar für die letzten Wochen? Nein, da wir eigentlich jede brauchen, das ist es ja in dieser Situation. Aufgrund auch, weil wir durch die englische Wochen, die wir noch haben, ich glaube, wir haben noch so gefühlte zwei, haben wir noch. Und dann, da ist es einfach wichtig. Und es wäre einfach schade, eigentlich auch für denjenigen persönlich, dass eine gewisse Charaktereigenschaft rauskommt, die ihn vielleicht später im Fußball ja auch nicht weiterbringt. Also jeder hat die Möglichkeit, alles rauszuhauen und das ist sicherlich hier auch der Fall. Auf der positiveren Seite stehen, wie du sagst, deine 11, 13 Jungs, auf die du dich verlassen kannst, die alles geben. Welche würdest du denn in den letzten Spielen besonders herausstellen? Also steht natürlich immer wieder Niklas Ansbach da, der sich unfassbar einhaut. Wer steht denn für dich da besonders im Fokus? Grundsätzlich sage ich mal, wenn ich kurz überlege kann, ob es jetzt 14, 15 Spiele sind, ich denke, ihr wisst schon, was ich damit meine, aber wenn ich die Art und Weise sehe, wie wir im Moment auftreten, dann auch im Viktoria, auch gegen Dresden oder auch das Pokalspiel, was in der Hose gegangen ist, dann ist das schon ein Zeichen gewesen von dass die im Moment da voll dabei sind, auch sich an ihre Zukunft Gedanken machen. Entweder hier oder irgendwo anders, aber immer auch wissen, sie sind hier angestellt und ich hau alles raus. Deswegen, wenn Ansbach kann ich natürlich hervorheben, der hat es eigentlich nach dem letztes Jahr, wo er schon lange verletzt war, ich finde, ein überragendes Jahr gehabt mit alle Tiefen und so. Ich denke, der Junge ist echt auf einem guten Weg, aber wenn man ganz hier das alle sieht, jung und alt, voll dabei sein im Moment, dann finde ich das eine gute Geschichte und das macht uns trotzdem Hoffnung. Was sich viele schon ziemlich lange fragen, was hast du mit Markus Schwabel gemacht, als der so abliefert in den letzten Monaten? Seine Füße so hingestellt, wie sie hingehören und vielleicht ist das das ist ein bisschen gemein, wie ihr alle jetzt, das kann der Markus jetzt nicht sehen, wie ihr alle lacht auf das Video hier, das ist nicht korrekt, aber er fühlt sich scheinbar in diese Rolle, das hat er glaube ich mal erwähnt, sehr wohl und ja, das ist schon eine ganze Menge an Tore, die er jetzt vorbereitet hat. Er geht voran auf dem Platz, tolle Geschichte mit ihm dieses Jahr und ich hoffe, er hilft uns weiter noch.
Gibt es denn schon neue Erkenntnisse bezüglich, ob du der Spielvereinigung nächstes Jahr ligenunabhängig weiterhelfen darfst, kannst? Ich glaube, Manni hat es gestern in dem Interview erzählt, die Gespräche laufen. Ich glaube, ich habe es letzte Woche auch gesagt. Ich glaube, dass wir auch in der Lage sind, weil es noch ein bisschen dauerte. Manni und ich sind da ganz, wir wissen auch, worum es geht, dass wir da uns nicht jeden Tag treffen. Deswegen kann ich dann im Moment überhaupt nichts dazu sagen. Aber an deiner Bereitschaft, notfalls eine Liga runterzugehen, wird es nicht scheitern, entnehme ich den letzten Tagen. Die letzte Woche, nein, das ist also die letzte Geschichte, die ich erwähnt habe an euch, hast du ja recht, genau. Nochmal kurz zurück zu den 14, 15 oder 13, 14 Spielern jetzt. Ich sehe gerade ja 5x 4 gelbe Karten, das könnte ja auch noch eine Gefahr werden, wenn da 2 oder 3 sogar auf einmal ausfallen. Reicht es dann noch für den Kader mit allen, die auch spielen? Ja, das, sicherlich reicht das. Ja, das ist, hoffentlich fallen die nicht alle auf einmal aus, das ist klar. Das wird sicherlich immer eine Manko sein, ja. Deswegen, aber dann, wenn es dann erst Thema ist, dann könnte ich das ansprechen, ja. Im Moment halten wir uns ganz gut, was das angeht. So, damit sind anscheinend alle Fragen beantwortet. Dann sage ich Dankeschön. Vielen Dank, Ari, vielen Dank in die Runde und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche, englische Woche, gegen Türkgücü und dann sehen wir uns wieder. Bis dann, Servus. Tschüss zusammen. Danke. Tschüss. Servus. Dankeschön.